Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe einen Trend entdeckt. Ich bin sonst nicht so der Trendentdecker, ich bin immer hinterher gefühlt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe den Trend jetzt so ein bisschen entdeckt. Zumindest habe ich ihn dann 2 Videos gesehen und auf Pinterest ein paar Mal. Ich dachte, ich habe wirklich schon so ziemlich alles gesehen, was es so an Frisuren gibt. Aber als ich das gesehen habe, saß ich so... No. Dieser Trick ist so genial und ich freue mich so, so sehr, den heute wirklich auszuprobieren. Also hoffe ich, es gefällt euch. Go! Ich rede von diesem Trick hier. Und zwar habe ich den bei Luxie Hair gesehen und bei Cute Girls Hairstyles. Ich finde die beide ziemlich cool. Und auf Pinterest, also die Links nochmal in der Infobox, falls ihr das euch anschauen möchtet. Aber ich musste das einfach persönlich nochmal auf Deutsch mit euch teilen. Das Ganze ist nämlich ein Hair Hack. Und wie das Ganze funktionieren soll, zeige ich euch jetzt. Wir ziehen uns erstmal einen Mittelscheitel. Und zwar habe ich in dem einen Video gesehen, dass man sich die Haare größtenteils hinter die Ohren machen soll, bis auf eine Strähne hier vorne. Und den Rest klemme ich mir dann so richtig sassy hinter die Ohren. Sieht ein bisschen aus wie so eine Weihnachtselfe. Okay, und ich glaube, ich werde das nochmal genau so gleich festsprühen hier, damit die Haare bloß hinterm Ohr bleiben. Und jetzt flechten wir quasi einen französischen Zopf, aber der ist einfacher, denn ihr seht, was ihr macht. Das ist das Geile dabei. Also ich werde mir jetzt die Strähne hier vorne nehmen, die ich mir abgeteilt habe. Und die hier. Und werde die dann insgesamt in 3 Strähnen abteilen. Und jetzt werde ich erstmal ganz kurz normal flechten. Drüber. Und dann flechte ich nochmal drüber. Und jetzt nehme ich mir von den Haaren, die eigentlich hinter dem Ohr bleiben sollen, eine Strähne. Und lege die zu der dazu, die ich gerade drüber gemacht habe. Ah. Bleib hinterm Ohr. Somit beginne ich einen französischen Zopf. Also lege ich die hier jetzt wieder drüber. Und nehme mir Haare, die wie gesagt hinterm Ohr bleiben sollen. Dazu. Wir flechten uns hier wortwörtlich einen Bart gerade. Ich habe hier also ganz normal meine 3 Strähnen. Lege die erst drüber. Halte die Haare dann ein bisschen fest. Ich kann hier frei agieren mit dieser Hand. Nehme mir hier dann eine kleine Strähne und leg die auch rüber. Dann können die sich hier verbinden und Freunde werden. Und dann nehme ich die andere Seite, lege das Ganze mal drüber. Außerdem habe ich das, glaube ich, hier ein bisschen festgemacht. In dem einen Video hieß es, man soll hier Platz lassen. Das habe ich irgendwie vergessen. Ich flechte einfach mal. Jetzt sind alle Haare weg und ich flechte ganz normal weiter. Ich fühle mich, by the way, so bescheuert gerade. Aber wir werden sehen. Das können wir dann mit einem Haargummi befestigen. Ich habe grundsätzlich immer die von Rossmann. Und die finde ich super, weil die durchsichtig sind. Ich habe es echt so eingeflochten. Ich glaube, der Moment ist langsam gekommen. Und ich habe das Gefühl, hier muss man einfach Haarspray reinmachen. Das kann ja nur abstehen. Also, falls ihr den Weihnachtsmann spielen müsst, dann nehmt euch doch einfach dieses Tutorial und flechtet euch euren Bart. Fehlt nur noch die Mütze? Perfekt! Der eigentliche Haarhack ist jetzt, dass man das Ganze über den Kopf zieht und das dann hinten Mermaid-mäßig aussieht und was nicht alles. Ah, geil, Lippenstift. Das hängt halt alles irgendwie an den Ohren fest, ne? Und in den Ohrringen, perfekt. Okay, shit. Also das muss man... Das finde ich eigentlich auch ganz schön geil. Ah, shit, das hat sich in meiner Spirale hier verhangen. Whatever, wollen wir es uns angucken? Wir wollen es uns angucken. So sieht das Ergebnis aus. Ihr seht es vor mir. Okay, ich finde schon, dass ich das sehen lassen kann. Ich zupfe das noch ein kleines bisschen auf. Bei mir hängt da unten nur so ein komisches Schwänzchen runter. Sieht irgendwie blöd aus. Ich zupfe das jetzt nochmal auf und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Und so sieht das aufgezupft aus. Jetzt mal davon abgesehen, wie es von hinten aussieht. Ich finde, von vorne hat es auch eigentlich was ziemlich Cooles. So ein bisschen einen eingedrehten
französischen Look, aber irgendwie auch ein bisschen messy. Das finde ich ganz schön geil gerade. Ist natürlich, also es hängt halt auf den Ohren. Aber ich finde das eigentlich eine saugeile Idee. Frisur an sich ist nämlich echt cool. Und die braucht vielleicht anstatt 2 Minuten 5 Minuten. Aber trotzdem richtig cool. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eure lustigen Bartfotos schickt und auch das Ergebnis. Und dann verlinkt ihr mich auf Instagram drauf und macht diesen Hashtag hier drunter. Und da könnt ihr es liken und mich mit euch über eure Bartfotos kaputt lachen. Lasst mich wissen, wie euch das Video gefallen hat und schaut auf jeden Fall auf meinem Weekly-Vlog-Kanal vorbei. Und schaut euch mein letztes Video an, das kam so gut bei euch an. Ich bin so erleichtert, weil das fiel mir nicht so leicht, darüber zu sprechen. Und ihr habt mir so viele Nachrichten, und zwar solche Nachrichten hier geschickt. Und es hat einfach so gut getan, deswegen wollte ich euch nochmal Danke sagen. Und das hat mich angespornt, weiterhin so Videos zu machen. Und ich hoffe, euch alle echt gerne. Abonniert auch gerne meinen Kanal hier unten, ich würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss! Jetzt gibt es Essen, 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 Essen.